Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorievideo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Darkmoon: Was wäre, wenn Son Goku als Ozaru Bulma und Co. getötet hätte? Dadurch, dass er weiterhin Ozaru gewesen wäre, hätte er natürlich auch Prinz Pilaf, Mai und Shu getötet, wodurch auch nie Oberteufel Piccolo zurückgekommen wäre. Son Goku hätte die ganze Nacht rumgewütet, bis er sich zurückverwandelt hätte. Ob er die ganzen Leichen seiner Freunde gefunden hätte, wer weiß. Doch eigentlich müssten sie unter all den Trümmern vergraben liegen. Son Goku würde Bulma und Co. natürlich suchen, doch ohne Erfolg. Bis er dann darauf kommen würde, unter den ganzen Trümmern nachzuschauen, wo er dann die Leichen seiner Freunde sehen würde. Durch die Wut könnte er dadurch zum Super Saiyajin werden, doch ich denke, dafür ist er noch viel zu schwach. Was er dann aber auch unter den Trümmern finden würde, wären die Dwayne Balls. Mit diesen würde er dann Shenlong rufen und Bulma und Co. wiederbeleben. Pilaf und Co. aber nicht, der Rest wäre eigentlich gleich abgelaufen. Doch durch den Kampf mit Oberteufel Piccolo ist er ja stärker geworden, was er hier nicht werden würde. So hätte er gegen Raditz noch viel schlechtere Karten als ohnehin schon. Den Rest, wie es weitergeht, hatte ich ja schon oft genug. Raditz würde Son Goku töten und die restliche Menschheit auslöschen. Aber nochmal zurück zu Bulma und Co., wenn er sie nicht finden würde. Son Goku würde zu Muten Roshi gehen und bei ihm trainieren. Zu Bulma und Co. würde er einfach denken, die sind ohne ihn abgehauen. Es wäre gleich, nur dass Bulma und Co. tot bleiben würden. Oder Muten Roshi würde ihm helfen mit seiner Schwester Uranai Baba. Wenn Son Goku mit den Dwayne Balls also alle, auch Prinz Pilaf, wiederbelebt würde, wäre es alles gleich gewesen, nur dass Oolong keine Unterhose auf den Kopf hätte. Und bei Raditz würde es dann so ablaufen, wie man es kennt. Da ja Prinz Pilaf in diesem Fall wieder Oberteufel Piccolo befreien würde. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!